Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es eine weitere PC-Konfiguration und wir verbauen das nächste Woche im Timelapse-Bild. Heute erstmal nur die Aufstellung im Fractal Design Pop XLR, welches ihr letztens schon mal auf dem Kanal sehen konntet. Link dazu oben in der Infobox. Und diesmal freut es mich besonders, denn wir verbauen in dieses Case jede Menge Bling-Bling-Zeug. Das letzte System, welches ich in dieses hübsche Case verbaut habe, war ein Intel Core i7 13700F mit der aktuellen Socket 1700 CPU Generation von Intel Raptor Lake mit einer XFX AMD Radeon RX 6900 XT Merc 319. Extrem langer Name für eine echt starke Grafikkarte mit diesem Prozessor zusammen. Ist das ein echt performantes System? Wenn ihr dazu noch ein paar Infos euch holen wollt, gerne oben in der Infobox kommt das Aufstellungsvideo, das Timelapse-Bildvideo und zusätzlich noch ein Benchmark-Video. Drei Stück könnt ihr gerne mal reinschauen, jetzt gleich in Reihenfolge oben verlinkt. Guckt ruhig mal rein und wir werden uns heute natürlich mit diesem Case einem weiteren System widmen. Das wird so ungefähr 2400 Euro in Anspruch nehmen. Den Geizheitslink zum Rechner findet ihr natürlich hier unten in der Videobeschreibung, werde ich euch verlinken. Und heute soll es in erster Linie erstmal nur um die Aufstellung gehen. Wir schauen uns die Komponenten an. 2400 Euro sind kein Pappenstiel. Ich hatte letztens zum Beispiel auch eine 2700 Euro PC-Konfiguration hochgeladen. In diesem System gab es absolut nichts mit RGB, obwohl die Grafikkarte hatte vom Schriftzug her ein bisschen geleuchtet. Ansonsten gab es da nur ein weißes Case mit schwarzen Komponenten. Sah sehr nice aus. Link dazu jetzt nochmal oben in der Infobox, damit ihr dann diesen Rechner 2700 Euro mit dem hier vergleichen könnt. Und ja, das wird sowieso kompliziert, denn wenn ihr RGB-Sachen kauft, egal ob es ein Lüfter ist, ein Speicher, was auch immer, eine Grafikkarte, die gut leuchtet, dann legt ihr drauf. Und das werden wir heute im Rechner auch sehen. Die Komponenten an sich sind natürlich geil, die funktionieren auch sehr gut fürs Gaming. Ohne jetzt zu weit vorzugreifen, wir gucken es uns ja gleich an. Aber es ist immer wieder das Problem, wenn ihr RGB-Komponenten kauft, dann legt ihr eben auch ein bisschen drauf. Ja, ihr seht schon, ich habe nicht zu viel versprochen, glaube ich, was RGB anbelangt. Hier ist jede Menge Bling-Bling-Zeug drin. Vom Preis her, das könnt ihr euch gerne mal in Geizhals anschauen. Ich habe es ja im Thumbnail auch geschrieben, 2400 Euro werden es hier letztlich sein. Und je nachdem, was ihr an Komponenten als Ersatz für die RGB-Teile euch raussucht, könnt ihr locker nochmal 200-300 Euro sparen. Das ist für den einen oder anderen, glaube ich, sehr relevant. Wenn es aber ein hübscher, leuchtender Rechner sein soll, ja dann müsst ihr leider ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Dann reden wir doch einfach nochmal ganz kurz über die Komponenten. Basis des Systems ist ein AMD Ryzen 7 5800X 3D, die wohl geilste Gaming-CPU der letzten Monate und vielleicht sogar Jahre. Extrem viel Performance, brutal niedriger Preis, die CPU kriegt ihr aktuell für unter 300 Euro. Ja, und das ist unfassbar von einem Jahr. Ich habe die CPU zum Beispiel auch in meinem Gaming-Rechner. Da habe ich noch knapp 500 Euro bezahlt. Die ist so extrem gedroppt, eben weil auch Ryzen 7000 mit dem 7800X 3D auf dem Markt schon lang erschienen ist. Ja, und der rockt natürlich auch das Feld für einen extrem guten Preis, extrem sparsam. Und ja, der Ryzen 7 5800X 3D ist zwar ein bisschen stromhungriger, aber immer noch deutlich niedriger gegenüber dem, was Intel euch bieten kann. Und gerade für Gaming-Systeme, wer auch ein bisschen Geld sparen will, er kommt eigentlich um diesen Prozessor gar nicht mehr drum herum.
Passend dazu für den Sockel ARM4 1 GB B550 Aorus Elite AX V2. Auch wieder ein sehr langer Name für ein echt gutes, starkes und eben aber auch extrem günstiges Mainboard. Sockel ARM4 kostet nämlich nicht mehr so viel. Wer sich schon ein bisschen mit Sockel ARM5 auseinandergesetzt hat, der wird es wissen, Sockel ARM5 Mainboards kosten extrem viel Geld. Auch die B650 Platinen. Auch davon hatte ich letztens schon mal einen kleinen Guide auf meinen Kanal hochgeladen. Kann ich euch jetzt leider nicht mehr oben in der Infobox verlinken, aber am Ende des Videos werde ich euch das nochmal reinsetzen. Auch wirklich ein tolles Board, kostet aber wieder ein bisschen mehr, ist aber von den aktuellen ARM5 Platinen ja noch schon fast mit das günstigste. Und auch anschlussseitig habt ihr mit diesen B550 Aorus Elite jede Menge gute Möglichkeiten. Ihr habt mehrere SATA Steckplätze, 4 normale SSDs, ihr habt NVMe Steckplätze und auch ein halbwegs aktueller Sound ist mit drauf, was auch bei dem aktuellen ARM5 Mainboards nicht immer der Fall ist. Also auch von der Seite her seid ihr mit Sockel ARM4 tatsächlich noch ein bisschen besser aufgestellt. Ja, und deswegen ist es einfach dieses Mainboard geworden. Jetzt hatte ich es gerade schon angesprochen, wir brauchen natürlich auch NVMe SSDs. Der Besitzer des Systems hat sich komplett nur für NVMe entschieden. Einmal eine Western Digital SN770 PC Express 4.0 SSD, also wirklich eine geile, schnelle SSD für euer Windows und für eure anspruchsvollen Spiele. Und eine etwas genügsamere, aber immer noch eine schnelle PC Express 3.0 SSD von Krusel. Mit 4 TB, insgesamt hat er hier 6 TB drin. Data SSDs könnt ihr natürlich auch noch jederzeit einbauen. Auch das wäre möglich. Plätze dafür habt ihr. Wir nutzen in der heutigen Konfiguration wenigstens einen SATA-Steckplatz und da kommt ein Blu-ray-Laufwerk dran. Und auch das ist wirklich sehr schön. Dieses Case, jetzt ein bisschen verdeckt, hier ist alles voll. Ich blende euch einfach nochmal ein paar Bilder ein. Bietet euch die Möglichkeit, 5/4 Zoll Laufwerke einzubauen, sogar 2 Stück an der Zahl. Das ist wirklich toll gelöst und ja, einfach schön versteckt. Und auch das ist bei vielen Konkurrenzgehäusen nicht immer möglich. Da sind die 5/4 Zoll Laufwerke immer oben im Deckel verbaut. Ja, und die stören dann theoretisch die Optik. So, bei Fractal mit dem Pop XLR habt ihr die unten unterhalb des PSU-Covers. Und das ist meiner Meinung nach einfach richtig geil gelöst. Somit bleiben die optischen Laufwerke versteckt. Und ihr könnt einen richtig schönen, geilen, optisch ansprechenden Rechner bauen. Und wenn es natürlich hübsch sein soll und RGB eine wichtige Rolle im System spielt, dann muss natürlich auch der Arbeitsspeicher leuchten, ist da ganz klar. Ich habe hier fürs System Corsair Vengeance Module 2 Stück, jeweils 16 GB herausgesucht, insgesamt 32 GB, DDR4 3600 MHz. Der optimale RAM für Ryzen 5000 Prozessoren im CL16. Grundsolider Speicher, extrem günstig und erleuchtet, also was brauchen wir mehr? Weiter geht's im RGB-Wahnsinn, diesmal mit 3 Be Quiet Silent Wings 420mm in der RGB-Variante, ganz klar, die für die Front vorgesehen sind und ein weiterer 140er für das Heck. Das sind eigentlich schon Fractal Design Lüfter mit verbaut im Case, aber die wollt ihr nicht haben. Das soll alles schön einheitlich sein, alles von Be Quiet hat er sich gewünscht. Zusätzlich gibt es dazu auch noch eine CPU-Kühlung von Be Quiet, dazu gleich noch mehr, werde ich gleich noch ein paar Worte drüber verlieren. Ja, und ja, die Fractal Design Lüfter müssten halt dann jetzt einfach weichen. Und passend dazu müssen es natürlich dann auch Be Quiet Lüfter für eine All-in-One Wasserkühlung sein, das kann dann keine von einem anderen Hersteller sein. Für ihn war das wichtig, dass das System wirklich harmonisch und stimmig aussieht. Und da ist es eben eine Pure Loop 2 FX geworden, 280er Radiator. Mit 240mm RGB-Lüftern, auch die Be Quiet Silent Wings 4 Lüfter. Das sieht wirklich richtig nice aus. Wenn ihr das gern mal sehen wollt, dann müsst ihr unbedingt bis nächste Woche warten. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann müsst ihr unbedingt hier drüben in der Ecke mal den Abo-Button drücken und die Glocke aktivieren. Denn dann verpasst ihr das Timelapse-Bild-Video nächste Woche nicht. Ihr könntet natürlich auf dem Ryzen 7 5800X 3D ohne Probleme eine Luftkühlung installieren. Also ein großer Towerkühler. Von Be Quiet zum Beispiel wäre ja auch möglich mit einem RGB-Lüfter, aber er möchte gerne eine AIO haben oder hat sich für eine AIO entschieden und deswegen haben wir uns dann eben für die Pure Loop 2 letztlich in der 280er Variante vor allem entschieden. Es gibt auch eine 360er oder eine 240er, aber in dieses Case kriegt ihr als Maximum 280 rein, damit eben die beste optimale Kühlung für den Ryzen 7 5800X 3D montiert wird, haben wir uns eben dann so für diese Variante uns entschieden. Ein Video zur Frage Ryzen 7 5800X 3D und Tower Luftkühler, ja oder nein, ist das möglich?
gibt es auch schon auf meinem Kanal. Auch das werde ich euch am Ende des Videos nochmal mit verlinken. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich kann hier oben leider nichts mehr reinschmeißen. Sprechen wir jetzt über das Herzstück eines jeden Gaming-PCs. Und die meisten werden vermutlich oder wahrscheinlich alle ein paar Fragezeichen auf dem Kopf jetzt gerade stehen haben. Warum ist denn jetzt hier auf dem Bild eine Power Color RX 7900 XTX Hellhound abgebildet, aber im Text steht eine RX Sapphire 7900 XT drin? Hat einen ganz einfachen Grund. Die Grafikkarte, die ich euch im Guide zeige, als Sapphire mit verlinkt habe, ist nicht die da. Logischerweise, der Karton ist der falsche. Er hat sich die Grafikkarte gebraucht gekauft für einen guten Preis. Er war einfach nicht bereit, die sündhaft teuren Grafikkarten High-End-Modelle zu kaufen, obwohl die ja schon ein bisschen günstiger sind, aber 900 Euro für so eine RX 7900 XT, die von Sapphire zum Beispiel, oder die Hellhound kostet sogar weit über 1000, war er einfach nicht bereit auszugeben. Und deswegen hat er sich dazu entschlossen, eine gebrauchte Sapphire zu kaufen. Und ja, der Besitzer von der Sapphire hat dann den Karton mitgeschickt, hat sich vermutlich dann für dieses Modell entschieden. Ist ja auch ein komischer Sprung von der RX 7900 XT auf eine XTX, aber gut, eben das seine. Die Grafikkarte, die Hellhound zum Beispiel, ist eine White Edition, passt halt zu einem weißen Case. Wahrscheinlich hat er sich deswegen für dieses Modell entschieden. Nichtsdestotrotz, für den Besitzer dieser Konfiguration ist es die Sapphire 7900 XT geworden und das ist wirklich ein richtig geiles Kärtchen. Davon könnt ihr euch dann zum Beispiel in 2 Wochen überzeugen, wenn dann das Benchmark-Video zum System kommt. Aber nur, wenn ihr schon hier drüben den Abo-Button gedrückt habt, ich habe es euch vorhin schon gesagt, könnte auf alle Fälle spannend werden die nächsten 2 Wochen. Das Ganze muss natürlich auch mit entsprechend Strom versorgt werden. Der Besitzer hat sich jetzt hier für ein Straight Power 11 entschieden von BeQuiet in der 1000 Watt Variante. Das ist auf jeden Fall zu viel für das aktuelle System, aber man weiß es ja nicht, was in Zukunft noch alles so an Hardware rauskommt. Und er wollte einfach auf der sicheren Seite sein und hat sich deswegen für eine etwas höherwertigere Variante entschieden, 1000 Watt. Es hätten auch zum Beispiel hier 750 Watt sein können oder eine 850 Watt Variante. Wenn ihr hier noch ein paar Euros sparen wollt, dann könntet ihr hier auf jeden Fall ein kleineres Netzteil euch kaufen. Auch ein Pure Power wäre ohne Probleme ausreichend. Straight Power ist halt dann mehr oder weniger die Speerspitze von BeQuiet. Viel fehlt jetzt nicht mehr. Wir haben noch 2 ominöse Kartons hier drüben und hier unten ein kleines Extension Kit. Das sind Kabelsleeves für das Frontpanel des Cases. Auch da haben wir noch ein bisschen auf Optik gesetzt. Und diese beiden Kartons von Lianli sind natürlich jetzt das i-typischen von diesem kleinen RGB-System. Klein ist ja vielleicht eher das falsche Wort. Aber ja, wir haben Kabelsleeves, die leuchten. Einmal 24-poliges ATX-Stromkabel mit RGB-Sleeves. Und nochmal hier drüben für die Grafikkarte 3x 8-Pin RGB-Sleeve-Kabel. Ja, die Grafikkarte hat 3 8-Pin Stromanschlüsse, ja, die säuft ein bisschen mehr und deswegen muss es auch etwas entsprechend größere Kabel sein, die natürlich fleißig bling-bling-mäßig leuchten. Ich hatte es euch ja in der Einleitung bereits gesagt, das ist kein Pappenstiel, wenn ihr das ganze RGB-Zeugs mit dazu kauft. Gerade eben die beiden Lianli Kabelsleeves kosten allein schon über 100 Euro. Wenn euch das wert ist, so viel Geld auszugeben, ja dann los, greift zu. Ihr könnt euch nächste Woche davon überzeugen, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das Zeug einzubauen. Und damit wären wir durch mit der Aufstellung und natürlich auch mit dem eigentlichen Video. Wie hat es euch denn jetzt so gefallen? Wie findet ihr die Konfiguration? Ganz klar, das muss ich natürlich mit hervorheben, habe ich in der Einleitung nicht gesagt. Das ist keine Preis-Leistungs-Konfiguration, sollte es auch nie sein, eben weil wir so viel RGB-Krimskrams drin haben. Eben wenn ihr das weglasst, dann wird es wohl so 2000, 2100 Euro sein und dann wäre es auf alle Fälle eine richtig harte Kombination mit einem geilen Gaming-PC für WQAD und natürlich auch 4K. Dafür reicht die 7900 XT auf jeden Fall aus. Ihr habt natürlich auch noch an anderen Stellen die Möglichkeit, ein paar Euros zu sparen. Ihr könntet zum Beispiel NVMe-Speicher weglassen, zumindest nur eine NVMe für Windows und für alle wichtigen Programme und Spiele und dann noch eine SATA-SSD, die vielleicht ein bisschen günstiger ist. Ihr könntet ein günstigeres Netzteil nehmen. Ich werde euch dann in der Videobeschreibung mal noch ein paar Alternativen
die weniger Geld kosten, mit reinsetzen. Könnt ihr gerne mal gucken. Also hier ist auf alle Fälle noch Potenzial da, Geld zu sparen. Am Ende muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er zum Beispiel eine AIO-Wasserkühlung nimmt oder vielleicht doch lieber einen Tower-Luftkühler. Mit dem Ryzen 7 5800X 3D ist das auch auf alle Fälle möglich. Also ihr seht schon, je nachdem, was ihr für Vorlieben habt, RGB oder Non-RGB, alles könnt ihr in eurem System verbauen und dann werden es eben auch nochmal ein paar Euros weniger. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde es mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr mir ein Abo da lasst und die Glocke aktiviert, ich habe es jetzt schon im Video mehrmals gesagt, dann wird es nächste Woche weitergehen mit dem Timelapse-Bild. Lasst euch überraschen, was danach kommt. Benchmark-Video habe ich euch schon angekündigt. Es gibt jede Menge neue spannende Hardware-Themen, die ich noch geplant habe. Und dann sehen wir uns vielleicht schon nächsten Samstag wieder. Ich würde mich freuen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis dahin.